Und willkommen zurück bei Let's Build Minecraft. Also, oh, ich packe jetzt mal TNT und Feuerzeug weg. So, okay. Wir sind jetzt hier wieder bei unserer Kathedrale und wir haben, jetzt sage ich einfach mal, dieses Gebiet halb abgeschlossen. Ich werde später, jetzt ruckelt die Framerate gerade schon wieder ein bisschen. Ah, jetzt geht gut. Diesen Teil hier so ein bisschen abgeschlossen und ich habe mir mal in letzter Zeit die Mühe gemacht und das hier alles mal geebnet. Also dieses Feld habe ich geebnet. Und warum leckt es schon wieder? Und dieses Feld hier. So. Als erstes werde ich erstmal hier die Mauer zu Ende bauen und dabei wieder so ein bisschen was erzählen. Und zwar werde ich jetzt in der nächsten Woche keine Videos hochladen, weil ich jetzt halt nicht da bin. Wieder. Aber es müsste ja jetzt für eine lange Zeit mal wieder das letzte Mal sein, dass ich nicht da bin. Aber es ist halt nur eine Woche. Und das ist ja nicht ganz so wild. So. Ich kann auch mal sehen. Den Donnerstag. Vielleicht lade ich den Donnerstag nächste Woche noch was hoch. Aber ich glaube eher weniger. So. Mann, es nervt, wenn es laggt. Naja. Ich werde mal kurz wieder Tag machen. Dann seht ihr wieder nichts. Gut. So. Ja. Ich mache hier die Kathedrale fertig. Ich habe ja schon mal gesagt, dass es hier nur. Diese ersten drei Kästen, die ihr jetzt hier seht, die ich habe, diese vier Dreiecke, das sind jetzt drei Neuntel oder ein Drittel von dem gesamten Ding. Und zwar will ich insgesamt neun Kästen haben, davon sollen acht Gebäude sein und in der Mitte ein Hof. So ist das alles geplant. Das heißt, es wird ein riesiges Gebäude, noch größer als der Eispalast und gleich dann schon mehr, keine Kathedrale, sondern mehr so ein Kirchen. Ja, wie soll man das sagen? Kontrakt. Schon fast. Heißt das Kontrakt? Ich bin mir nicht sicher. Ja, könnte sein. Boah. Ich weiß, wie das heißt. Aber mir fällt gerade nicht das richtige Wort ein. Und es nervt mich gerade ziemlich, dass meine Framerate die ganze Zeit meint, hier hoch runterziehen zu müssen. Das ist hier kein Jojo. Das nervt übelst. Wenn ich so ein bisschen rausfahre, geht sofort wieder auf. Auf 12 oder so runter. Ne, gerade nicht. Na, jetzt wieder ein bisschen. Genau, ich mecke einfach mit meiner Framerate und die meint hier, ja komm, ich nerv einfach mal den Schimmel und versaue ich erstmal seine tolle Aufnahme, indem ich einfach meine hier runtergehen zu müssen. Bis auf 6. Ja, genau. Ja, das nervt gerade ziemlich. Hallo Tintenfisch. Ihr Typen seid gestrandet, doch ich bin nicht gestrandet, denn ich bin in dem kleinen Loch mit Wasser. Das mache ich jetzt einfach mal aus Fun. Ein Augenblick. Boah, du Blöder. Komm, naja. Wir versuchen es später nochmal. Einfach mal. Ach, komm. Zum Beispiel, wenn ich gerade hier so, wenn ich hier ein bisschen ablenke, aber das, ich finde es einfach extrem witzig. Kommst hier nicht. Wow, gruselig. Nein. So. Jetzt ist er in einem kleinen Loch mit Wasser. In einem kleinen Loch mit Wasser. Nee, also das ist schon witzig. Wer das Video kennt, weiß, was ich meine. Naja, es musste einfach mal sein jetzt. Das hat sich gerade so angeboten. Oh ma. Gott, das nervt so übertrieben mit diesen beschissenen Lags. Ruhe, Ruhe. So. Was ich auch hier ansprechen möchte, ist ja gestern das neue GTA rausgekommen. GTA 5. So, und ich habe das gehört, es ist übelst angekommen, überall ausverkauft in den ganzen Läden. Die stürmen die Läden, die Vorbestellten haben es schon bekommen alle. Aber das ist so übertrieben, wie das momentan explodiert. So, und ich natürlich als Außenseiter hier hab's noch nicht gespielt oder irgendwas dazu angesehen. Ich muss sagen, ich bin auch nicht so der größte GTA-Fan. Also es war immer so, ich habe GTA 4 mal geholt und ich fand dieses Zielsystem so beschissen, das hat mich so angekotzt, dass ich da also nie so richtig Spaß dran gefunden habe. Und das hat mich halt so ein bisschen gestört. So, okay, was mache ich denn mal hier? Hier könnte ich... Oh, verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich mache hier einfach mal ein bisschen was aus dem Geist. Ich baue einfach mal willkürlich ein paar Sachen. Was dann später für mich schlau ist. Ich habe das alles hier weggemacht.
Das ganze Unkraut. Ich brauche Schafe. Naja, ist jetzt erstmal egal. So, und zwar mache ich jetzt, habe ich jetzt erstmal eine Idee. Und zwar werde ich jetzt erstmal hier hingehen und was abziehen. So. Und hier ist jetzt wichtig, dass ich das auch vernünftig abzähle. Und zwar möchte ich gerne einen roten Teppich haben. Und der soll nämlich 4 breit sein. Und er soll einen Abstand zu dem Gang haben. Das heißt, ich werde jetzt hier mal kurz hingehen. Eins, eins, zwei, drei, vier. Und daran muss ich mich jetzt halten. So. Ein Abstand zur Wand. Gut. Und dann muss der hier weitergehen. Das ist extrem wichtig für das Verhältnis später. Also ich finde das nicht so schön mit so 4. Das wirkt dann ein bisschen spendabler. Und das ist immer schön, wenn es ein bisschen spendabler wirkt. Für mich ist das gerade jetzt ziemlich laut auf meinem Headset, aber bei euch müsste es eigentlich eine angenehme Lautstärke haben. Und ihr müsst es mich trotzdem immer noch gut verstehen können. Jetzt wäre so ein Mod wie Buildcraft ganz praktisch. Dann setze ich einfach diese Bulldozer dahin. Die graben mir dann alles für selber hin. Und dass jetzt hier die Höhle ist, ist gar nicht so schlimm. Und zwar baue ich da jetzt gleich einfach drüber. Dann ändert das nichts an der Sache allgemein. So, das Problem an der Sache ist jetzt hier, dass die Tür jetzt wieder scheiße ist. Aber zum Glück haben wir ja, was die Tür angeht, noch nichts gemacht. Und können die nämlich jetzt ganz einfach wieder zumachen. So. Und einfach eine neue machen. Aber 1, 2, 3, 4. Hä? Wieso ist denn die jetzt 5? Ich Scheiße gemacht? Hä? Da habe ich Scheiße gemacht. So, okay. Machen wir das alles mal wieder richtig. Und zwar werde ich jetzt hier wieder eine Reihe hinsetzen. So. Nicht du, nur eine Reihe. Damit wir wieder 4 haben. So. Dann haben wir jetzt wieder 4. Wie es sich gehört. Und dann muss die Wand nämlich hier lang gehen. Zum Glück nur ein weniger schwerer Fehler. Das kann mir mal passieren. So, jetzt passt alles wieder perfekt. Und das hier mit Stein auszufüllen ist eh scheiße. Ich wollte einen roten Teppich haben. So. Mache ich dann jetzt hier. Okay, pass auf. Ich mache jetzt erstmal hier so eine. So ein Loch. So. Und da fülle ich jetzt dann sofort den Teppich rein. Mit einer Tür. Die Tür suche ich jetzt kurz schnell, weil ich habe keine Lust, die großartig zu suchen. Und weil ich in Vollhorst bin, habe ich jetzt nicht auf die blöde Zeit geachtet. Naja. Mache einfach mein Tagespensum und wenn ich das durch habe, dann höre ich auf. Wenn ihr Glück habt, ist es ein bisschen mehr. Wenn ihr Pech habt, ist das Video ein bisschen kürzer. Wie sagt man so schön? Shit happens. Also. Ich mache jetzt hier noch den Teppich fertig, mache da vorne ein bisschen die Mauer hoch und dann mache ich auch für heute wieder Schluss. Und jetzt heute kann ich ein bisschen erzählen, während ich hier diese langweilige Arbeit mache. So. Und zwar, ich bin jetzt momentan auch am Überlegen. Und zwar, was mein nächstes Hauptprojekt ist. Und zwar, es sind ja nicht mehr so viele Missionen bei Stronghold. Und die Sache ist es, ich überlege, soll ich, also jetzt auch entscheiden, ich möchte jetzt kein neues Strategiespiel spielen als nächstes Spiel. So, das dauert jetzt erstmal noch, ich habe genug von Strategiespielen. Sondern, soll ich einen Shooter spielen oder Cry of Fear? Also, eher so ein Grusel-Shooter. Das dürft ihr euch aussuchen. Weil ich habe schon, was einen normalen Shooter angeht, habe ich schon was Schönes in Aussicht. Aber das sucht ihr jetzt mal aus. So, schreibt mir einfach einen Kommentar, beziehungsweise eine PN, was ihr wollt. Ihr könnt auch einfach als Kommentar schreiben. Ich kann auch mal ein Video machen extra dafür. Und zwar halt nicht, dass dann hier Abstimmung für nächstes Projekt und dann könnt ihr da drunter diskutieren. Meine drei Leute, die Kommentare schreiben, können dann diskutieren. Naja, also
Ich will auf jeden Fall mal gucken, wenn nicht, dann im Such, wenn ich nichts vorschlagt oder ähnliches, suche ich mir halt das nächste Spiel aus. Ich möchte nämlich auch mit euch zusammen viel machen. Ich will schließlich Let's Player nicht für mich selber zu zocken, sondern mit euch zusammen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass euch das Spiel auch gefällt. So, habe ich den Teppich schon mal gemacht. Und dann muss ich hier an den Seiten mal diese Stufen haben. Stein, Stufe brauche ich. Zwar hier, die Steinziegelstufe. Genau die ist die, die ich brauche. Und dann mache ich das so. Und ziehe die hier außen mal lang. Werde ich später noch ein bisschen mehr hinpacken. Aber fürs Erste finde ich diese Steinziegelstufe hierfür perfekt. Weil dadurch muss ich die ganzen Bodenchen nicht neu machen. Und es sieht auch recht schön aus. Weil langsam bekommt unser Kirchenkontrakt. Heißt es Kontrakt? Ja, müsste Kontrakt heißen. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich bin Deutscher, bin zu blöd für die Sprache. Naja, das, langsam bekommt er so ein bisschen Gestalt. Und das finde ich schön. Vor allem jetzt hier, wenn jetzt die Wiesen weg sind und es ist dann heller, stelle ich das mal vor. In so einem Dunkeln, weil ich werde hier keine Fenster rein. Ich werde hier nur ein paar Fenster rein machen. Im Dunkeln dann mit Fackeln, das wird richtig geil. Also, das ist mir wieder hier aus dem Arm geschüttelt, wieder richtig schön eingefallen. Wird sicher sehr angenehm. So, wenn jetzt wieder kommt, die Kirche hat kein Geld, die kann sich sowas gar nicht leisten. Man muss ja sehen, dass ich hier jetzt nicht über moderne Kirchen rede, das ist hier diese alten, und wer diese alten Kathedralen kennt auch. Und so, die sind ja schon, die haben schon ein bisschen Geld gehabt. Die wurden ja oft vom Kaiser unterstützt und ich könnte sie damit Geschichte anfangen, die würde ich bei Menschen wieder nur langweilen, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal sein. So. Ich habe jetzt wieder 6 Minuten tot gequatscht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich jetzt bin insgesamt. Deswegen mache ich jetzt hier noch kurz den letzten Rest fertig. Überdenke kurz noch ein bisschen, wie das aussehen kann an der Seite. Ich werde, glaube ich, auf der anderen Seite das so ähnlich machen. Vielleicht sogar genau gleich. Hier kommen auf jeden Fall noch Räume rein. Und die werden sich dann auch von der anderen Seite unterscheiden. Das ist nämlich die Hauptsache. Ich möchte das hier nur so als Gang in diese hinteren Ebenen haben. Und zwar will ich das ja so machen. 8 Kästen, also 8 Kästen außenrum. Und dann in der Mitte diesen Hof. Das habe ich ja schon mal erzählt. Und das heißt dann in diesen mittleren Kästen, außer ganz vorne. Weil das ist ja jetzt hier ganz vorne, dieser hier. Außer da. Und in diesen Eckbereichen gibt es keinen Zugang zum mittleren Dingsbums, also zum mittleren Hof. Der wird dann halt von den äußeren gemacht. Und zwar werde ich den auch mal gucken, dass ich die schön designe. Es wird also richtig schöne, ja, richtig schönes, ihr wisst schon, was ich meine, Gebäude. So. Dann mache ich mal hier ein bisschen Licht hin, weil hier ist gerade ein bisschen dunkel. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist zu viel. Mach ich mal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Komm, machen wir hier an der Seite. So. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, und dann hier. Ne, war das jetzt richtig? Hier und hier kommt der E hin. Überprüfen wir das mal kurz auf der anderen Seite. Das war an der dritten Stelle. So. Da. Oder lassen wir das auf der Seite komplett sein. Das ist ja jetzt egal, wie die jetzt die Fackeln angeordnet sind. Das geht ja jetzt nur das Theoretische. Obwohl, die möchte ich doch gerne lieber etwas höher haben. So. So. Es hat ein bisschen mehr Dramatik. Oder, ja, was heißt Dramatik? Es sieht halt, hat halt eine bessere Wirkung. Weil dann ist es nicht so hell, sondern hat eher so ein dunkleres. Und zwar konnte ich jetzt in den Optionen das umstellen mit den Schatten. Was es alles viel schöner wieder macht. Wie man sieht hier, wir haben diese dynamischen Schatten wieder. Und die feiere ich ja so. Dass Minecraft sowas hat, das ist, finde ich, richtig geil.
Weil wenn ich viel, ich benutze dieses Spiel auch viel für Kreativität und baue gerne ja Sachen, Gebäude. Und wenn das sowas wie dynamische Schatten nicht hat, ich will das auch gerne mit so größeren Grafik, hier, Texture Packs, weil ich finde das einfach viel schöner mit Texture Pack. Warum? Ich weiß, dass die Entwickler, die sich mit diesem Texture Pack, das sie da hatten, diesen Startdings, ich weiß nicht, ob sie es extra gemacht haben oder nicht so viel Mühe gegeben haben, ist mir auch echt egal. Aber wenn es sowas gibt mit Texture Packs, warum soll man das nicht nutzen? Schließlich ist es ja nicht umsonst gemacht worden. Und ich finde es halt einfach schön und bleib auch dabei. Und ich ändere meine Meinung auch nicht und werde auch nicht zum Standard-Texture-Pack umwechseln. Das sehe ich gar nicht ein. Ich finde dieses Texture-Pack schön, weil es halt auch dieses mittelalterliche Feeling hat, was ich extrem feier. Und deswegen ändere ich meine Meinung auch nicht und bleibe dabei. Das kann mir so viel, kann mir viele Leute erzählen. So. Gleich habe ich es geschafft. Da hört man das Feuer aus dem Nachbarraum, was einem schon ein bisschen Sorge macht teilweise. Weil Angst hat, dass alles abfackelt, was ich noch kurz überprüfen werde, ob irgendwas abgefackelt ist. Nein, alles klar. So, ich mache jetzt noch die letzten. Boah, ich mache jetzt noch die letzten Fackeln fertig und dann ist gut. Wow, ich bin in der Fackel. Oh shit, hier. Eins, zwei, eins, zwei. Und da mache ich schon den ersten Fehler. Boah, das ist ja, das wird ja spaßig werden. Ich hasse das. Ich baue alles aus dem Kopf und wenn ich die andere Seite dann genauso bauen will, dann muss ich immer wieder gucken, was ich da vorhin fabriziert habe. Das ist so bescheuert. so. Ich werde das hier alles auch noch ein bisschen schöner noch machen. Das mache ich aber dann im nächsten Part. Denn die Zeit neigt sich langsam dem Ende zu und ich habe nicht mehr so viel Zeit. So. Wahrscheinlich bin ich sogar schon drüber. Höchstwahrscheinlich sogar. Aber das ist ja nicht so schlimm, dann habt ihr halt ein bisschen längeren Part gehabt und freut euch. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Und werdet ihr mich ja, die das jetzt sehen und mich abonniert haben, mich ja schlecht, mich ja nicht abonniert haben, wenn euch meine Videos nicht gefallen würden. Das wäre ja ein bisschen selbstironisch. Aber das sieht schon wieder teilweise zu viele Fackeln aus. Ich probiere mal was. Zwar jetzt nur die Fackeln weg. Das hat schon mehr, diesen Flair, den ich haben will. Deswegen reiße ich dich noch weg und dich noch weg. Ihr könnt bleiben. Dann dich und dich. Und dich und. Nee, dich lasse ich da. Und euch zwei reiße ich weg. Auf der anderen Seite reiße ich auch diese zwei Fackeln, die hier sind, weg. Die machen unnötig Licht. Ach, ist das schön. Das nenne ich mal richtig schön. Okay. Also, ich sag mal auch, das war's jetzt mit diesem Part. Ich hoffe mal, es war ganz gut. Ich baue jetzt demnächst in diesem Gang hier weiter. Ich hoffe mal, ihr fandet den Part ganz angenehm. Ich sage mal, wir sehen uns nächste Woche und bis dahin. Ciao!